Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abernatschon, herzlich willkommen in Obscuritas. Da sind wir wieder. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was ihr da für Kommentare aufgrund meines letzten Kommentars zum Spiel und zur Geschichte dargelassen habt. Aber ich sage das jetzt schon mal im Voraus. Es sollte kein Gemecker sein. Es ist einfach nur, dass ich es schade finde, dass ich halt die Story irgendwo, dass die an mir vorbeigeht, dass ich sie nicht richtig mitkriege. Das, ja, ist ja gut. Irgendwo in der Wand steckst du, ich weiß. Das soll alles sein. Weil hier war, glaube ich, nichts drin, ne? Ah, okay. Gut, dann gucken wir jetzt mal erst auf der anderen Seite, bevor uns der Hund wieder entgegenkommt. Da sind wir eben durch. Das ist ja doof. Okay. Zumindest weiß ich jetzt, dass wir ein Problem kriegen. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Na gut, hier sind wir zumindest bei dem Hundsicher. Ja, das verlässt den Raum. Schön. Und das heißt, ich soll bitte schön was machen. Muss ich hier wieder irgendwas... Ja, irgendwas, Hebel. Kombination. Mal wieder. Aber was für eine. Noch irgendwas? Nee. Ja. Bleib du mal schön draußen. Das war dort. Ja, so wie dann zum Thema nur ein, zwei Listen Raum, ne? Da vorne und hier. Das ist allerdings ein recht kleines. Und das da ist halt ein dickes. Und ich nehme auch an, dass das gemeint ist. Muss ich denn jetzt alles umlegen? Besser nicht. Das heißt, der linke, der wird dann wahrscheinlich von der rechten Seite. Der Dampfrohr machen. So ein altes fliegendes Vieh. So ein altes fliegendes Vieh hat sich gerade bei mir auf die Haare gesetzt, habe ich nicht mitgekriegt. Und ist gerade bei mir genauso runtergetanzt. An der Stirn, linksseitig, wo Auge kaputt ist. Wie die Spinne hier auf dem Bildschirm, was ihr schon zwei oder drei Mal gesehen habt. Da kann man sich echt mal erschrecken, wenn man dieses Spiel spielt. Ich denke, was ist das denn hier? Okay. So. Machen wir mal Punzlein. Und machen wir mal Reload. Holen uns... Hat man denn... Hier hat man gar keine Batterie, ne? Nee, das war eine weiter. Hier. Oder auch nicht. So, was ich jetzt... Diese drei Rohre scheinen mit heißem Dampf diese Türe zu entriegeln. Naja. Wo bin ich denn jetzt drin? Ah, hier bin ich drin gewesen, genau. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Zumindest weiß ich dann jetzt schon mal wohin. Also hier raus und dann... Ich glaube, war rechts, oder? Wie ich den angemacht habe, kam die Suppe dort raus. Nein, wie ich den angemacht habe, kam die Suppe dort raus. Wenn ich den anmache, kommt die Suppe dort raus. Es sei denn, ich stelle mich hier hin. Dann kommt die Suppe bestimmt da raus. Also es bleibt mal im Mittleren. Da ist auch irgendwas passiert. Jetzt läuft da erstmal ein Hund durch. Nein, jetzt keine Musik, ich muss so... Der ist jetzt gerade da reingelaufen. Jetzt sag nicht, der bleibt da vorne, das ist doof.
falsch. Nein, nein, keine Zeit, keine Zeit. Okay. Mach den nochmal zurück. Kann ich nicht? Na super. Warum gehe ich jetzt drauf? Ich habe mich extra auf die andere Seite gestellt. Oder wir lassen den mittleren mal stehen. Aber dann gehen wir jetzt erst auf die rechte Seite und drücken den linken. Ziehen den linken, wie auch immer. Vielleicht darf der mittlere auch noch nicht genommen werden. Auch diese Möglichkeit besteht immerhin. Sie ist eigentlich nicht sehr wahrscheinlich. Aber immerhin möglich. So. Da haben wir die Tür. Die. Die brauche ich jetzt einen Schlüssel. Den habe ich auf der anderen Seite gefunden. Bin zur falschen Seite gelaufen. Okay. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre. Ja, ja, ich weiß. Von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Bin ich deppert? Den habe ich jetzt das dritte Mal genommen. Ich wollte eigentlich den anderen nehmen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bin ich was deppert? Zumindest wissen wir aber jetzt, das scheint damit nichts zu tun. Ich habe doch auf der anderen Seite einen Schlüssel gefunden. Dann bin ich dem Hund in die Arme gelaufen. Das war das Dumme. Also so sollte ich mir vielleicht doch den Schlüssel holen und dann, also das heißt ein bisschen schnell laufen. Ich habe nicht so viel Zeit, das alles durchzuwühlen. Wenn ich jetzt hier reingehe, ich kriege die Tür halt nicht zu. So, da ist ein Schlüssel. Dann ging es da rein und hier war eine Tür, die aufgeschlossen werden musste. Okay. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Willst du mich veräppeln? Das ist der gleiche Raum, spiegelverkehrt, okay. Dann gibt es mehrere Räume, wo ich das machen muss. Also überall sind... Bei dem ersten Raum ist es der mittlere, beim zweiten Raum müssen wir suchen. Das ist also so ein Lucky Shot. Welcher ist es? Na super. Das heißt jetzt erst wieder direkt den Schlüssel holen. Damit wir den hier schon mal erledigt haben. Na, oh, hättest du mal auf leicht gestellt. Ha, wenn das nicht vom Glück abhängig wäre, dann hätte ich damit auch keine Probleme. Und so. Da war ja nichts. So, der Schlüssel lag hier. Nehmen wir mit, gehen wieder raus. Und jetzt laufe ich total falsch. Verdammt. Du hast mich noch nicht gehört. Geschweige denn gesehen. Ich bin dann mal hier. Danke, mach zu. So. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre. Ist von nicht dem wahr. Kessel weg in diesen Knoten also, und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Also den linken. Wenn der linke jetzt auch nicht funktioniert, dann werden wir wahrscheinlich erst in den anderen rein müssen und den mittleren nehmen. Eigentlich müsste jetzt der linke funktionieren. Na, wolltest du mich wieder anmachen? Los, erzählen? Nein, tut sie nicht. So. Schlüssel holen. Den nehmen wir schon mal mit. Okay. Tür aufmachen. Und da hinstellen. Ja, ich weiß. Von dem Kessel weg in diesen so. Knoten und nur eins davon richtig. Scheint diesen Raum zu verlassen. Ja, ja, ist ja gut. Diese Nein. drei Rohre scheinen mit heißem Dampf diese Türe zu entriegeln. Ist nicht wahr. Gut, dass du mir das sagst. So, hier war es der mittlere.
Und dann haben wir wahrscheinlich noch den dritten. Da werden wir wahrscheinlich noch einen dritten haben. Der wird dann da hinten sein. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt an dem Hund vorbei? Und dann muss ich auch wieder zurück. Vielleicht hätte ich dann doch erstmal da hinten weiter reingucken sollen. Kein Hund. Falsche Tür. Ach, da ist er. Ach, hier war ich auch schon. Naja, ich weiß. Er rennt also immer hier. Okay. Ich muss noch einen weiter. Du siehst mich nicht. Der rennt offensichtlich immer zwischen hier und hier. Frage ist halt, wie weit? Da tappert schon wieder irgendein Käfer. Ja, Hund, wo bist du? Der läuft wohl offensichtlich recht weit. Hinten rein. Was mir jetzt nicht wirklich entgegenkommt. Ja komm, der kann nicht nur einmal hin und her laufen. Wenn ich da jetzt hingehe, bin ich tot, das war die doch jetzt schon. Aber da ist kein Hund mehr da. Sprach's und schon hört er ein Hecheln. Der braucht halt seine Zeit da hinten. Was jetzt nicht so wirklich gut ist. Ich höre den jetzt, aber ich kann da jetzt ja nicht schlecht reingehen. Wenn er mich sieht, ist doof. Wo ist denn der? Jetzt wird er lauter. Okay. Jetzt kann ich laufen. Oh, wie weit geht denn der dann hinten rein? Na, da finde ich Batterien, aber die nutzen mir jetzt nichts. Und die Tür kriege ich nicht auf. Verdammt. Welcher ist es? Den hat man noch nicht. Beten. Nein, ich gehe hinter. Und hoffen. Weil nach hinten zur dritten Tür habe ich jetzt so viel Platz nicht gehabt. Als dass der Hund da... Ich glaube, bis hierhin kommt er nicht rein. Das ist jetzt schwierig. Weil ich ihn nicht höre. Und das macht das Ganze jetzt gerade echt problematisch. Ich weiß nicht, wie lange der sich da hinten aufhält. Und das ist gerade mal doof. Das ist ja schon wieder die Spinne. So, einmal nachladen. Meine Lieben, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir da hinten sind. Glaube ich. Jetzt kommt erstmal der Hund. Wie geil ist das denn? Okay. Hinterherlaufen. Schiebt was auf die Batterien. Sehr fein. Okay, dann machen wir doch eine Minute länger.
Oh nein! Nein, das tu mir jetzt nicht an! Dachte ich schon, der Hund wär's. Aber der Hund ist durch. Der Hund ist durch und der braucht jetzt eine Zeit. Sehr schön. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu, sonst kommt der Hund. Ach so. Alles gut. Alles gut. Ich wollte schon kurz eine kleine Pause... einlegen. Okay, verschlossene Tür. Dann bin ich beruhigt. Brauche ich jetzt nicht mehr. Wo muss ich denn hier lang? Muss ich gleich mal gucken. Meine Lieben, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder. Und wenn es euch geht... Passt schon. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal einen Daumen hoch, der tatsächlich auf Social Media. Und dann stellen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye bye.